Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Boah, mit einem tiefen Atem. Ich bin ein bisschen kurzatmig, verzeiht es mir. Aber wir lenken uns jetzt ab, denn wir haben ein Wanderpaket hier. Unser Kunst- und Krempel-Wanderpaket ist wieder da mit ganz vielen tollen, spannenden, aufregenden, lustigen, intelligenten, produktiven, kreativen Mädels. Boah. So, ich lade sie euch alle, nee, ich füge sie euch alle unten ein. Ihr könnt gerne einmal durchschauen. Direkt ein Räusperer am Anfang. Sehr schön in der Beschreibung des Videos, ne? In der Videobeschreibung, so heißt das kurz. Sind alle Kanäle verlinkt. Manche Mädels haben einen Instagram-Kanal, manche Mädels einen YouTube-Kanal. Und da könnt ihr dann verfolgen, wie das Wanderpaket weiter wandert und sich verändert. Kunst und Krempel heißt es, habt ihr im Thumbnail gesehen, hier steht es neben mir. Und ich werde jetzt mal reinschauen mit euch gemeinsam, gucken, was uns erwartet. Es sind ja immer mal ein paar andere Sachen, nicht nur Beauty und Make-up, sondern Kunst und Krempel. So, das ist wirklich randvoll bis nach oben. Ich fange einfach mal an, nehme eins nach dem anderen raus. Hier sind zwei Briefumschläge drin. Und da stehen Steffi und Jasmin drauf. Das schon mal nicht für mich. Geht doch gut los. So, weiter. Nächstes Paket. was haben wir denn hier? Chi-Kaffee-Probierpaket. Das Original. Die gesunde Kaffee-Alternative. Was gibt es denn für gesunde Kaffee-Alternativen? Hier haben wir... Okay, dann steht hier nochmal drin, worum es genau geht. Ich bin an sich schon mal dafür zu haben. Finde ich schon mal ganz gut. Ich werde da mal in Ruhe reinschauen. Wir haben hier verschiedene Sachets dabei. Oh, die Stimme. Hört ihr das? Die sagt ein bisschen nö, ne? Okay, wir schauen mal, wie lange wir durchhalten. Hier haben wir noch eine Tasche, aber ich glaube, die ist leer. Das geht ja gut los, Leute. Da waren wahrscheinlich auch Goodies drin. Dann haben wir hier eine blaue Tasche. Ich meine, die ist von Corinne. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder doch. Denn wir haben jetzt einmal kurz durchgetauscht. Wir haben es ein bisschen komplizierter gemacht, weil wir es so gerne mögen. Normalerweise bin ich vor Corinne dran. Corinne wollte mir aber etwas reintun. Und damit wir nicht zwei Pakete parallel schicken, haben wir einfach das Paket erst zu ihr geschickt. Sie hat ihre Sachen für mich da reingetan. Und dann habe ich weitergeschickt. Und dann geht die Runde ganz normal weiter. Wir haben quasi nur eine Position getauscht. So. Weil ich aber ihre Sachen dann ja gar nicht sehe, die sie dann rausnimmt, weil die Runde rum ist, hat sie mir die nochmal extra gepackt und ich kann nehmen, was ich möchte. Jetzt schauen wir mal. Ich habe hier ein Säckchen. Das ist aber leer. Das ist okay. Dann haben wir hier Odin's Eye. Schmuck, würde ich sagen. Ihr Lieben, ich habe so eine rauchige, sexy Stimme heute. Ui, ein goldenes Herz. Oh, aber ein ganz besonderes. Okay, es ist ein ganz schönes Peachy-Gold, ne? Schaut mal, das ist so, seht ihr das? Sieht schon besonders aus. Es wirkt aber sehr orange, das Gold. Das ist fast schon Rosé, aber nicht ganz. Ich probiere das mal aus. Ich muss mal schauen. An sich finde ich es echt schön. Hier mal einen Schluck. Das kann ja wohl nicht angehen. Übrigens, ich werfe immer Sachen runter. Oh, der Kuhschluck war wieder da. Sehr schön. Viel besser jetzt. Nee. Oh, Leute, da müsst ihr jetzt... Es tut mir leid. Dann haben wir vom Beauty Bay einen Eyeliner in... In Bronze oder so. Den finde ich gar nicht schlecht, weil der nicht so hart ist. Also es ist nicht so ein harter schwarzer Eyeliner, sondern der ist ganz gut, um... einfach so ein bisschen die Wimpern zu verdunkeln, also so ein bisschen zu verdichten am Ende. Ne? Ich pack das mal auf vielleicht. Dann haben wir hier Look by Bipa Fresh and Juicy Glow Face Oil. Sehr geil, mit Vitamin C. Ja, Corinne weiß Bescheid, was mir gefällt. Auch auf vielleicht. Und ich glaube, das hier ist ein Parfüm, Jardin Bohème. Ich habe das Duschgel davon gerade aufgebraucht. Und ich liebe den Geruch. Und wenn das genauso riecht, ja, dann behalte ich es nämlich. Das sieht so schön aus. Schaut mal, sogar der Deckel so aus Holz, richtig schön. Und das ist sowas holzig-würziges.
Hier steht nicht weiter drauf, stand wahrscheinlich auf der Verpackung. Aber sehr, sehr cool. Den nehme ich mir auch raus. Sehr gut. Und dann habe ich gar nichts mehr zurückzupacken, ne? Diese Packung, diese orange Tüte. Ja, Corinne, hast du gut aussortiert. Für mich. Oh, jetzt kommt noch was für mich. Okay. Die ersten zwei Dinger waren gar nicht für mich, jetzt aber dafür zwei hintereinander. Für mich. Sie hat mir ein kleines Paket gebastelt. Das ist so süß. Für Dani von Corinne. Ist das nicht niedlich? Und obendrauf gibt es Schokolade. Hey. Sogar vegane Schokolade. Und ich habe nämlich schon gedacht, oh cool, wenn dann wenn Schokolade, dann gerne salzig oder so. Ich bin nicht so die süße Maus. Und da hat sie mir Salzbrezel reingepackt. Aber auch noch in vegan. Das ist die perfekte Schokolade. Mal gucken, wie sie schmeckt. Sehr cool. Dankeschön. Das war jetzt einfach nur als extra oben drauf, ne? Weil eigentlich ging es, glaube ich, um diese Box. Ich überlege gerade, ob ich die extra auspacke. Ich lasse es erstmal zur Seite. Ich glaube, ich packe sie extra aus, ihr Lieben. Ich packe sie erstmal zur Seite. Spannend, spannend, ne? Ich muss sie sonst mal fragen, weil das ist jetzt quasi der Grund, warum wir die Reihenfolge der Wanderpaket, des Wanderpaket-Tests geändert haben. Das ist so ein Extra. Wir schauen mal. Jetzt haben wir hier eine Jepoda-Box. Eine Jep. Ist das? Ah, nein! Tatsächlich. Das ist doch super im Hype gerade. Das ist diese Cushion Foundation von Tier sogar tatsächlich. So, pass auf, ich meine, die gibt es sogar bei Jepoda, oder? Das ist koreanisches Make-up. Eine Cushion Foundation. Habt ihr hier, ich muss mal gucken, welche Farbe das ist. Oh, diesen Schwamm zum Auftragen. Dann klappen wir das hier auf. Oh, das sieht sehr gelb aus. Oh, das sieht sehr gelb aus, ne? Aber ich weiß nicht. Aber wenn ich jetzt den Schwamm benutze, ist der benutzt. Ich nehme mal einen von mir. Ich will nur mal wissen, wie die Farbe ist. Das ist ja mega. Oh, ich möchte es eigentlich so oder so haben. Weil ich das sowieso ausprobieren wollte. Ich nehme mal einen Schwamm von mir. Oh. Dann geht man da rein und dann. Ich bin jetzt schon geschminkt. Oh, die nehme ich mir raus. Ach, wie cool. Und dann ist das nämlich mega gutes Make-up und die Farbe passt. Oh, wer packt das denn weg? Das ist doch sogar super neu, oder? Das riecht ein bisschen parfümiert, aber rein. Oh, das reicht für ganz viel. Oha. Meine ganze Hand ist abgedeckt. Man sieht noch ein bisschen den Strich. Ja, auf jeden Fall. Ah, doch, seht ihr das? Ganz schön blass, ne? Aber ich bin blass. Oh, die nehme ich mir raus. Oh, wie schön. Das ist ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jemand wegpackt. Weitergibt. Das wird ausprobiert. Wie cool ist das denn? Geil. Schon mal ein Highlight. Ah, wie cool. Okay. So. Fühlt sich gut an. Oh, wie cool. Okay. Weiter geht's. Sehr geil. Leute, okay, dann haben wir einen Elemis Marine Cleanser. Habe ich auch noch zweimal da. Ist ein super Produkt. Ich habe es aber jetzt wirklich da. Ich brauche es auch nicht rausnehmen. Pink Panda Lip Gloss Kisses in der Farbe Moi. Ja, es sieht so nach Wassermelone aus oder so, ne? Ist ganz süß. Ist es noch richtig zugeschweißt? Ja, dann lasse ich es. Och nö, das soll jetzt kein Video werden, in dem ich mich nur räusper. Das wäre doof, ne? Dann haben wir hier eingepackt noch zwei, drei Paletten. Nude on Nude Revolution Pro. Oh, die sieht aber ganz gut aus dafür, dass es Nude ist. Die ist lila. Die ist gar nicht so schlecht. Vor allem sind es richtig kühle Töne. Und ich suche ja immer kühle Töne. Das hier ist mir nämlich eigentlich auch schon wieder zu warm. Vielleicht. Haha, Shrek. Wie cool. Das ist Fiona, Prinzessin. Oh, Prinzessin Fiona. Und das sind die passenden Farben dazu. Auch von Revolution. I love Revolution. Oh, krass. Oh, das sind schöne Paletten. Oh. Und Bronzed Glow, Revolution Pro. Sieht so aus. Ja, das ist die warme Alternative. Auch richtig schöne Sommerfarben, ne? Dieses Peach, das gefällt mir hier. Diese. Der auch.
Oh, das wird schwer. Okay, ich kann das jetzt gerade nicht entscheiden. Tut mir leid. Da muss ich mir alles anschauen und dann nochmal in Ruhe durchgucken, entscheiden. Das wird so spontan gerade nichts. Dann haben wir eine super süße Waschtasche mit einem Hasen drauf. Was haben wir denn hier? Oh, Masken. Ach so, das sind Goodies. Hilfe. Ja, tatsächlich, hier sind Goodies drin, Aloe Vera Masken, Augentuchmaske. Das ist ja cool. Schaut mal, kenne ich noch gar nicht. Von Rossmann, dann kennt ihr es wahrscheinlich alle, mit Hyaluron und grünem Tee. Ja, also Goodies nehmen wir uns auf jeden Fall. Darf sich jeder rausnehmen. Das sind verschiedene Tüten von, mit Augenmasken, mit Masken. Unsere Sticker, die wir auf die Produkte tun, damit wir wissen, was kam von uns, was müssen wir wieder rausnehmen, wenn die Runde voll ist. Mache ich in Ruhe, mir die Goodies rausnehmen. Noch eine kleine Tasche. Oh, das klingt nach Nagellack. Tada! Letztens hat jemand gesagt, sie würde schon gerne die Nagellacke sehen, weil ich die gar nicht ausgepackt habe. Deshalb zeige ich sie euch kurz, okay? Wir haben einmal von Nails Inc. Super Nagellackfirma. Super schöne Farbe. Vielleicht. Ha, seht ihr? Dann haben wir hier einen Hidden Jungle. Auch sehr cool mit Glitzereffekt. Von Essence. My Little Pony. Das war die Catrice Limited Edition. Dann die andere. Nein, wie süß! Auch von Catrice. Und von Essie ein Nagellack in grün. In... Was steht da? Feeling Just Lime. Sehr schön. Limette. Ich weiß noch nicht. Ha, ich muss ja eh noch mal alles durchgucken. So. Dann haben wir hier noch so eine Tüte, Tasche. Vollgepackt. Oh Gott. Was haben wir denn hier alles? Wer soll das denn alles? Okay. Enzympeeling, ein Puderstick von Dalton. Vielleicht probiere ich den mal aus. Vielleicht. Dann haben wir hier Pinsel. Die sind ja süß. Mal gucken, wie die sich anfühlen. Die sehen sehr synthetisch aus. Dann ist es nichts für mich. Ist schon süß, ne? Mit dem Glaseffekt. Ich glaube, die sind mir zu synthetisch. Und hier sind so Sträuße drauf. Sonst sind die eigentlich ganz schön. Von BH sind die. Fühlt sich irgendwie... Mal schauen. Ich packe sie erstmal weg. Die war vollgestopft. Oder die ist vollgestopft. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dann haben wir noch mehr Dalton. Mix It. Favorite Selection. Ampullen von Dalton. Ach so, Mystic Scent, das ist so ein Melt, ist das richtig? Ein kleiner Duftgruß von Miss Curly Wax, richtig? Heißt du so? Das sind, aber es ist leider gebrochen. Also das sind so, oh, das riecht wie Weihnachten. Ich weiß, ist es nicht, das ist irgendwas, aber es ist leider komplett gebrochen. Schaut mal, es tut mir total leid hier. Es ist auch ganz weich. Okay, dann haben wir... Miss Curly Wax Engelskuss. Auch Duftwachs. Das ist aber auch, soll das so? Ich glaube, die brechen, ne? Weil hier ist jetzt hinten was extra drin. Ich bin mir unsicher. Hier noch mehr. Noch ein Herz. Oh, das riecht frisch. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Duftwachs anfangen soll, weil ich benutze sowas nicht. Das ist noch heile. Sweet Memories. Ja, das riecht sehr frisch. Aquatisch. Etwas Riesengroßes. Ist auch gebrochen, aber ich glaube, das war schon so gebrochen eingepackt. Vanille. Gegossen im April. Achso, steht noch drauf. Das riecht alles sehr gut, ne? Das riecht alles sehr frisch und nicht so, oh, eine Pfote. Nicht so, nee, Lavendel. Ich hab's gefangen. Nicht so eine Waffel. Ja, es riecht alles frisch. Es riecht nicht so, was wollte ich denn sagen, aggressiv nach Blume oder so. Hier ist ein Seestern oder so. Ganz viele verschiedene. Also tatsächlich, ich kann euch die, das ist auch gebrochen.
Aber das glitzert. Das hat geglitzert auf jeden Fall. Am Ende ist es egal, wenn es gebrochen ist. weil es ja eh geschmolzen wird, ne? Ach so, hier ist ein Stück abgebrochen. Ach so, haben sich jetzt einige Leute ein Stück abgebrochen davon? Das ist ja auch schade drum, oder? Ist das so geplant? Wenn jetzt so eine Ecke abgebrochen ist, ist schon auffällig. Okay, hier sind noch mehr Goodies und Masken. Aloe Vera, die spricht mich schon mal an. Aloe Vera Tuchmaske, immer super für den Sommer. Und dann habe ich hier noch drei Sachen. Ich versuche mal die Melz wieder rein zu tun, ohne dass sie weiter kaputt gehen. Okay. Dalton. Hier ist noch einer. So. Und dann haben wir hier nämlich noch einen kleinen, oh, von Yepoda, ein Eye Cream. Slow Aging Plant Based Snail Slime Cream. Okay, da ist also Schneckenschleim drin. Die lasse ich zu, die nehme ich mir nicht. Schneckenschleim muss nicht sein. Und dann haben wir hier aber zwei Beauty Mates. Faltenkontur mit Spilantur und Peptidkomplex. Ich glaube, das gebe ich weiter. Aber das hier, Augenlifting, hochkonzentriert mit Phytokomplex und Vitamin B3. Vitamin B3 sind Niacinamide. Das behalte ich mir da, hier, da. Das nehme ich mir raus, denn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es schon mal ein Video zu meiner Routine. Da habe ich das nämlich sehr gern mit reingenommen, mein Augenlifting-Serum. Und ich habe es mir nochmal nachgekauft, aber aktuell habe ich es nicht mehr. Und dann kann ich da wieder anfangen. Das finde ich sehr cool. Super. Dann haben wir jetzt endlich mal ein paar Boxen. Das wird ganz schön lang hier heute, ne? Eine wunderschöne artistische Glossy Box. Hier haben wir. Was bist du? Haarbänder. Aber ich... Aua, oder? Das ist so aus Gummi. Aua, ist mein erster Gedanke. Nochmal Odens Eye. Noch eine Herzkette. Das ist auch so peachiges Gold. Die ist aber auch nicht schlecht. Spannend auf jeden Fall, so ein Schmuck. Ich weiß nicht, ob mir das Gold gefällt. Das ist das Problem. Dann Santa Pferde Gel d'Aloe Vera pur. Oh, ein pures Aloe Vera Gel ohne Parfüm. Ohne Duftstoffe, versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Das ist halt mega für den Sommer, ne? Und wir fahren im Sommer und es wird sehr heiß da. Ich glaube, ich nehme mir das raus. Das ist Gold wert. Ich brauche jetzt schon Aloe Vera Produkte. Warte mal. So. Dann haben wir Yankee Candle. Nochmal so ein Wachsmelt. Und zwar irgendwas Aquatisches. Oh, Beach Escape. Noch eine Kerze, Beach Escape, passend dazu. Noch mehr Augenpads und eine Face-Maske von Cruella. Die nehme ich mir raus. Mit Removes Dirt and Oil. Aha, okay. Schauen wir mal, da sehe ich wohl tatsächlich aus wie Cruella. Wir werden es sehen. Die habe ich da, Cinderella. Eye Patches, ein paar. Und dann noch zwei Produkte. Vagisan Care Duschschaum. Okay, brauche ich nicht. Aber gute Idee. Und ein I Want You Naked Produkt. Das Gott sei Dank in der Tüte war und leider ausgelaufen ist. Wartet mal. Gut, dass es in der Tüte war, sonst wäre hier alles eingesaut gewesen jetzt. Ich mache das mal ein bisschen möglichst sauber. Was bist du? Body Scrub Coco Glow. Ja. Nee. Es riecht aber wie schlechte Kokosnuss. Ich will es gar nicht aufmachen. Ist das Herz von mir? Ist die von mir? Ja, dann habe ich sie deshalb reingepackt, weil es Kokos ist. Ich kann mich nicht mal an die erinnern, aber ich meine, das ist meine Farbe. Oder benutzt jetzt noch jemand anders meine Farbe? Ich packe es mal erstmal raus. Okay. Einmal kurz. So, jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Die kommt dahin. Nicht so meins. Aber wenn es von mir kam, dann ist ja so doppelt gut. Ne? Dann kann ich ja erst recht sagen, ist nicht meins.
Dann haben wir eine Pinkbox, die schon sehr oft geklebt wurde. Ich schaue mal, ob ich die austausche. Und die ist schwer. Wir haben hier Tesori Oriente, eine schwarze Rose und Labdanum Shower Cream. Die sieht so edel aus, ne? Aber wenn es nach Rose riecht, ist blöd. Es sieht so orientalisch aus. Es riecht ja dann meistens geil. So nach Würze und Duft und Holz und so. Es riecht nach gar nichts. Aber Rose. Doch, riecht gut. Oh, es riecht so süß. So weich, so. Ich mach mal vielleicht, weil die sieht auch echt schön aus, einfach. Die sieht echt schön aus. Und das Paket wird leichter. Dann haben wir eine Bodylotion. African Adventure. Von MDS. Keine Ahnung. Riesengroß. Wie riechst du? Oh! Nee. Was ist das? Afrikanischer Pfeffer. Oh, es geht richtig in die Nase. Schwarzer Pfeffer mit Sandelholz, okay. Oh, das ist aber richtig stark. Oh, da muss man nochmal vorwarnen. Ich habe wirklich das Gefühl, niesen zu müssen. Wenn schon, wenn es passiert, tut es mir leid. Oh, krass. Okay, dann haben wir Hawaiian Tropic Satin Protection Sonnencreme 15, Lichtschutzfaktor 15. Ich glaube, die riecht gut. Ich muss mich jetzt hier auch mal... Jetzt kam hier natürlich direkt was raus. Die ist randvoll anscheinend. Ein bisschen neutralisieren. Huh. Okay, aber 15 bringt mir nichts. Medipharma Cosmetics Green Garden Hautpflegender Körperbalsam. Ist der zugeklebt? Sieht so aus, ja, der ist noch zugeklebt. Mit Eukalyptus-Extrakt, Shea-Butter und Panthenol. Okay, brauche ich nicht. Dankeschön. Eine Badecreme von Dresden Essence mit floralem Duft. Da bin ich auch raus, wobei ich Badecreme ganz spannend finde. Ritual of Jing ist nicht meins, meine Richtung, aber gut. Wird auf jeden Fall seinen Besitzer finden. Skin Repair Youth Serum von Lancaster. Was ist denn hier drin? Warum reparierst du denn? Reaktivierung der Jugendlichkeit. Okay, ich pack's mal weg. Dann haben wir Anti-Dandruff. Achso, ein Shampoo, ein pflegendes Anti-Schuppen-Shampoo. Okay. Dr. Cosmeceuticals Photoface. Was bist du? Ein Primer? Photofinish Effect in a Flash, Minimize the Appearance of Pores, Fine Lines, Uneven Skin. Das ist ja spannend. Also das ist quasi wie ein Primer, würde ich jetzt sagen. Und der bewirkt, dass die Haut glatt aussieht und nicht weiß wird auf Fotos. Es ist ja manchmal so, dass ihr Produkte habt, mit denen ihr auf Fotos, wenn der Blitz euch entgegenkommt, weißer aussieht, was man vorher nicht weiß und was schrecklich ist. Discontinue Use of Redness and Irritations. Okay, ja klar. Aber ich habe das Problem eigentlich nicht. Also, na. Theology. Tea Infusing Skincare. Kombucha Tea. Face Cream. Mit Black Tea. Das finde ich spannend. Ist noch zugesealt. Verschweißt. Vielleicht. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Dann haben wir hier Anti-Wund-Reibstick. Bloomy Paradise. An sich eine tolle Sache. Wenn das jetzt aber nach Blume riecht. Oh, der ist kaputt. Hier geht er nicht auf. Das war der Boden. Nee, ist nicht mein Duft. Dann haben wir ein Body Glitter Öl. Body Oil. Shimmering Body Oil von Rituals. Und von Murat habe ich doch auch gerade was gehabt. In irgendeiner Box. AHA Exfoliating Cleanser. AHA und BHA. Finde ich auch gut. Wie viel ist denn das? Wie groß bist du? 15 Milliliter. Vielleicht. Oh, es wird ganz schön viel hier, ne? Na, aber dann packe ich auch viel rein. Dann freuen sich die anderen. Ist doch auch gut. So. So. Die Box ist ein bisschen leichter jetzt geworden. Dann haben wir hier noch eine Box. Die ist einfach nur weiß. Die sieht ganz unauffällig aus. Puh. Und wieder so große Sachen. Sensitiv leichte Lotion Mandelblüte. Mhm. Von Kneipp. Dann passend das Duschbalsam dazu, auch von Kneipp.
Und dann haben wir Make-up. Okay, ist also nicht richtig sortiert, sondern Vorsicht, Fännchen locker. Oh, oh. Was haben wir denn hier? Ist das Brunskei? Nee. Kommt mir doch nicht damit jetzt. Colourpop. Oh, oh, die ist auch schon sehr krümelig. Oh, und meine Hand, ja. Ich habe sie nur von außen angefasst. In a Trance. Eine Colourpop-Palette. Wartet mal. Oh, oh. Ich fürchte, das Fännchen ist nicht mehr nur noch locker. Oh nein, hier läuft... Oh, hier ist alles rosa. Oh, ich habe eine schwarze Hose an. Ja, die ist jetzt rosa, die Hose. Ich mache das mal hier drüber. Oh nein, was ist das? Ihr Süßen, ich muss mal schauen, was mit der Palette ist. Nein! Mein liebster Gesichtsausdruck. Oh nein, es ist randvoll. Es hat sich was gelöst und es ist alles voll mit rosa Puder. Ich mache es direkt wieder zu und gebe mal in der Gruppe Bescheid. Ich glaube, die muss weg. Also wenn man die auf... Oder ich muss sie nochmal über einem Mülleimer aufmachen. Oh Mann. Also diese weiße Box ist nicht mehr weiß, sie ist jetzt rosa. Also ich könnte sie nochmal über den Mülleimer aufmachen. Und auskippen. Und dann haben wir noch die restlichen Farben. Ich glaube, drei waren jetzt kaputt. Muss ich mal die Mädels fragen, was sie dazu sagen. Schade, ne? Eine Colourpop-Palette. Okay, dann haben wir hier noch zwei Paletten. Zwei kleine. Von Revolution. Ghostin. Die ist irgendwie so cool düster und kühl. Die ist sogar noch zugeklebt. Okay. Und Manifest, die ist eher blau, aber auch kühle Töne. Ich mag kühle Töne, ne? Oh, 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 da muss ich echt noch mal in Ruhe drüber gucken. Dann haben wir hier einen riesen Bronzer, Sunkissed Glow von Max & More. Der glitzert auch richtig. Das ist richtig so ein shimmery, bimmery, würde Sassi sagen. Den kenne ich. Und Five in a Box von Catrice, auch in kühlen Tönen. Wollt ihr alle kühle Töne loswerden? Das passt mir ganz gut. Oh, die hatte ich auch mal. Bronze. Oh nein. Ey, was ist denn hier los? Der Spiegel ist rausgefallen. Das hatte ich auch noch nicht. Also, so gehört der Spiegel da rein. Und das ist die Palette. Die ist wunderschön. Ich glaube, ich habe die noch da. Ich weiß es gar nicht. Oder ich habe sie mal. Aber die ist toll. BH Cosmetics. Oh nein, ist alles rosa. Summer in Saint-Tropez 16 Color Shadow Palette. Also wir haben 16 Sommerfarben von BH Cosmetics. Auch echt toll. Matte, kräftige Farben und glitzernde Topper, ne? Beziehungsweise Topper sind es ja nicht, aber glitzernde Highlights hier. Sehr cool. Und dann haben wir... Unten drunter ist auch alles rosa. Oh nein, ich muss das alles sauber machen. Hier noch eine riesengroße Bella Pierre Ultimate Nude Eyeshadow Palette. 35 Farben. Dann werden wir wissen, wie die schon aussieht, ne? Tada! Also eigentlich, obwohl da sind schöne dabei. Also wenn du nicht viel hast und nicht viel brauchst, dann kannst du diese Palette nehmen und hast alles dabei. Wobei so ein leuchtendes Grün, also klar, ne, leuchten, aber so für den Alltag ist da alles dabei. Schön. Habe ich aber auch wirklich genug Paletten, die für den Alltag was dabei haben. Was ist denn das hier? Eiweißpower. Achso, hier ist noch eine Probe Eiweißpulver. Dabei, jetzt muss ich mal schauen. Ich kann die Box nicht wieder zumachen, weil der Deckel komplett voller rosa Puder ist. Ich stelle die mal hier daneben. Ich kann das jetzt nicht stapeln. Der Deckel, ach so, das war da auch noch drin, genau. Okay, so, dann haben wir eine InStyle-Box. Die hat auch rosa Puder drauf. Ah, und ich auch. Oh Leute, wie sehen aus jetzt hier? Ich und die Boxen. Hm. Nicht so geil. So, wartet mal. So, InStyle, was bringst du? Kieselerde bringst du. Biotin und Zink. Wer es benutzt, super. Schön, dass da sowas drin ist. Dann haben wir Beauty-Tasche aus Kraftpapier. Ist die von mir? Habe ich die reingetan? Kann sein. Bitteschön. Dann haben wir hier
Paula's Choice BHA Body Exfoliant. Oh, mit Salicylsäure. Oh, vielleicht nehme ich mir das raus. Sehr cool. Eine Klammer. Ein, weiß ich nicht, Flaschenöffner. Flaschenöffner. Sieht aus wie Minecraft. Ich habe keine Ahnung. Dann Hair Removal. Ach, so ein Rasierer. Ein Gesichtsrasierer. Das mache ich nicht. Brauche ich nicht. Dann ein, oh, hier war ein Sticker drauf. Von Sephora. Ein Liquid Lipstick. Iconic London Sheer Bronze. Ach so, das ist dieser Flüssigbronzer. Golden Hour, der aber sehr golden ist. So sieht der aus, genau. Okay. Eine Handcreme in der Reisegröße. Dann haben wir hier ein Serum, heißt das Foundation. Serum Skin Tint von Rival de Loop. Aber das ist zu dunkel für mich, das sehen wir schon. Haha, langes Video, aber ihr habt das vorher schon gesehen, ne? Ist halt auch ein Wanderpaket. Und dann haben wir hier wieder Proben und Sachets und Tuchmasken. Die gucke ich mir echt in Ruhe an, ne? Also ich glaube, ich werde das auch sortieren. Ich bin so eine kleine Sortiermaus, dass wir hier alles irgendwie nach Motto haben in den Boxen. Dann ein Tanning Oil mit Kokosnuss. Da bin ich raus. Scalp Mask, Pineapple Coconut. Mhm, die kenne ich, die habe ich auch. Ist nicht meins. Also Pineapple und Coconut. Ich raus. Color Free Switch, ein Micellen-Shampoo von Schwarzkopf. Bei Schwarzkopf bin ich auch nicht mehr dabei. Um nicht nochmal zu sagen, bin ich raus. Und dann haben wir die Box schon. Ja, genau. Deckel wieder rauf. Nächste Box. Drei haben wir noch. Das ist diese wunderschöne Glossy Box. Das war eine Limited Edition. Skandal, Jean-Paul Gaultier. Nein. Eine kleine Parfümprobe, ne? Bad Boy haben wir hier auch noch als Parfümprobe von Carolina Herrera. Krieg nix, okay. Hier war Eternity drin von Calvin Klein, ist aber rausgefallen. Ich hoffe, das ist hier noch irgendwo mit da. Ich meine, das ist mir zu quietschig. Ist das das? Okay. Noch mehr Sachets, eine Honigmaske, Bodylotion und Shower Cream. Okay, okay, okay. Nagelsticker benutze ich nicht. Und das hier sieht einfach wunderschön aus. Victoria's Secret Fragrance Mist, ein Body Mist quasi. Ein Körperparfüm, wie auch immer. Jetzt muss ich nur wissen, wie es riecht. Von der Farbe könnte es mir ja gefallen. Sandelholz, Magnolie und Pfirsichblossom, Blüte. Oh, für den Sommer ist das ganz cool. Für den Sommerurlaub? Ja, oho, ich habe schon so viel. Okay, ich werde ja eh nochmal alles sortieren. Ne? Dann haben wir noch eine Yankee Candle wieder. Ein Kringle Daylight, ist auch eine Kerze. Ja, ist auch eine Kerze. Hier bin ich raus. Schau mal, mit Kokosnuss. Sprühpflege, Reparatursprühpflege mit Kokosnuss. Und No Cosmetics Anti-Irgendwas-Serum. Da klebt ein Blatt drauf. Anti-Ox-Serum, okay. Resveratrol schützt die Haut vor freien Radikalen, vorzeitiger Hautalterung. Okay, bin ich auch raus. Das sage ich echt oft, ne? Ich muss mir einen anderen Satz überlegen. Oh oh. Dann die nächste. Genau dieselbe. Da werden aber andere Sachen drin sein. So, hier haben wir schon mehr Kosmetik. Das Ding habe ich auch. Mineral Blush von Bella Pierre. Bist du, ne? Bella Pierre. Yes. Das sieht so aus. Ich habe es auch da. Ich will es noch ausprobieren, weil ich mir das nämlich in ein Under-Eye-Powder mischen will. Und dann mal schauen, ob wir dadurch ein rosanes Under-Eye-Powder kriegen. Ich liebe nämlich rosafarbene Under-Eye-Powder.
Das probiere ich noch aus mit euch. Dann haben wir hier Lavera Glorious Minerals Eyeshadow Palette. Das sind Farben, die gut funktionieren. Also ich finde, das wird schlechter gemacht, als es ist. Lavera Naturkosmetik, ich finde die Sachen echt gut. Dann haben wir den Bronzer von Kinder Beauty. Der sieht immer so wunderschön aus. Ich zeige euch den, den habe ich auch hier, brauche ich nicht. Der ist wirklich schön. Passt auch super im Sommer. Lässt sich gut auftragen, mag ich gerne. Dann haben wir, oh, ist das von mir? Wollte das keiner? Dann nehme ich den wieder, ich finde ihn gut. Nee, von jemand anderem. Ich finde den nämlich auch gut. Dann hat meinen einer rausgenommen, jemand. Oder ich habe ihn behalten. Das ist ein Blush, das ist nämlich auch von Alterra. Ja, Naturkosmetik. Und der hat einen Orangestich. Und es gab diese Carrot Bunny Carrot Cake Limited Edition. Ist gar nicht so lange her. Und da sind echt schöne Sachen dabei gewesen. Dann haben wir Lippenpflege von Isana. Nein. Irgendwas Blumiges. Essence Make Me Brow Duo Powder ist nicht meins. Das ist Banana Beauty und zwar Damn Girl. Das ist ein Liquid Lipstick, die sollen ja so mega gut halten und funktionieren und so. Ich habe einen hier, die sind wirklich gut, aber die Farbe gefällt mir nicht so gut. Damn Girl ist eine Farbe, die man eigentlich öfter... Was ist ganz schön, obwohl... Ah, vielleicht... Vielleicht. Oh, Modelco. Shimmer Whip. Champagner. Bist du das? Oh nein, ist hier auch was ausgelaufen? Oh, Leute. Das ist auch völlig wie so ein irgendein Bronzer oder so ist hier ausgelaufen. Naja, wir schauen mal kurz. Aber das ist was anderes. Das ist ein Highlighter. Das ist ähnlich wie ein Highlighter. Ich benutze sehr gerne die Concealer. Von Modelco. Das wäre jetzt cool gewesen, hätte ich mir rausgenommen. Und dann haben wir Extraordinary Translucent Powder von CRT London. Und ich krieg's nicht auf. Aber ich glaube, ich kenne es auch schon. Translucent. Genau, so sieht's aus. Brauche ich nicht. Ich mag die gerne, aber habe ich schon. Habe ich schon. So, ich muss auch mal die anderen ausprobieren. Ich kann nicht immer dieselben holen. Beamlight Strobe Cream in Gold. Oha. Aber das traue ich mich nicht. Und Crystal Luxe, die Berry Flush. Das ist dann eine Blush-Palette. Nee, hier kommt das her. Ich mache es nicht auf. Es ist kaputt. Ich werde es noch aufmachen und mal gucken. Aber nicht jetzt hier, sonst ist die nächste Box eingesaut. Wartet mal. Ihr wollt das ja sehen, ne? Oh, da kommen immer mehr Krümel raus. Nee, es tut mir leid. Man sieht es auch hier drin. Es ist alles voll gekrümelt. Oh. Ah, ja, ich lasse es, bevor ich hier gerade noch mehr einsaue. Ich packe das auch zur Seite. Da ist ganz schön was kaputt gegangen. Mist. Jetzt ist nämlich die Palette hier auch eingesaut. Schön gebräunt, kommt sie aus dem Sommer wieder. Auch Colourpop Barbie. Habe ich dich jetzt sauber gekriegt? So. Was vermuten wir für eine Farbe? Oder für eine Farbgeschichte? Hä, geh doch auf. Ich habe das andere auch nicht aufgekriegt von Colourpop, ne? Ich kriege Colourpop-Paletten nicht auf. Ich bin zu doof. So, jetzt. Huh. Ach so, nee, huch. Keine Farbgeschichte, keine Palette. Du bist... Es ist super flach. Ich weiß gar nicht, wie viel Produkt da überhaupt drin ist. Super Schock Highlighter. Oh, ist der weich. Oh, das Ding ist super weich. Das ist ja witzig. Okay. Macht aber nicht viel. Nichts mit Super Schock. Ich dachte, jetzt kommt's. Okay, dann nicht. Aber das hat mich überrascht. Das sah jetzt anders aus als erwartet. Dann haben wir hier Max & More Liquid Eyeshadow in Gold. Habe ich auch da. Und von Avon Hydramatic Shine. Hyaluronsäure-Infused Lipstick. Ach so. Aha, okay, danke schön. So sieht der aus. Den brauche ich auch nicht. Lippenstifte muss ich wirklich mal aufbrauchen. Also Lippenstifte aufzubrauchen, das fällt mir super schwer. Ich benutze ja eh nicht so viele und die dann leer zu kriegen.
Das haben wir noch. Achso, und das muss ich sauber machen. Und dann haben wir die letzte Box, ihr Lieben. Die letzte Box, und die ist auch so schön. Das war auch eine Glossy. Und dann haben wir hier, jetzt haben wir es fast geschafft, ne? Von Alterra ein Kajal in Braun. Hier, Braun. Vielleicht. Das ist so ein Inner. Ach so, Lift und Highlight. Okay, also quasi ein Highlighter-Stift, Concealer-Stift. Dann haben wir, ach, von Cici, ist das nicht von mir? Habe ich die reingetan? Kann sein, ist kein Aufkleber mehr drauf. Aber ich habe ein Foto, ich sehe dann, was ich reingetan habe. Ein Cici Liquid Lipstick. Wenn der von mir ist, ist der nicht benutzt. Also wir haben gesagt, dass wir hier nur unbenutzte Sachen reintun. Deshalb, ne, dass ihr Bescheid wisst. Die Stimme, Leute, es wird richtig sexy hier. Und Espresso. Oh, der Liner von Tint. Oh, ich glaube, den nehme ich mir auch raus. Oh, Mann, Frau Rüttgen. Ist ja schlimm hier. Ach so, der geht auf zu Schrauben. Aber eventuell habe ich den da und bis der leer ist, da muss ich noch mal gucken. Aber ist schon cool. In der Farbe Espresso. Ist nämlich auch nicht so schwarz und nicht so hart. Und dann haben wir hier die Catrice Palette. Ist die von mir? Ja. Und die ist auch kaputt, oder was? Ist auch sehr verkrümelt hier auf jeden Fall. Ein Fännchen war schon raus, das wusste ich. Und jetzt krümelt sie überall weiter. Gut, dann wollte die auch keiner haben, wenn die jetzt immer mehr krümelt. Also anscheinend sind die Fännchen nicht sehr robust, wenn da eins nach dem anderen sich auflöst. Und dann haben wir hier noch Sephora Feline Instinct Stark Edition. Okay, sieht schon mal gut aus. Ist auf jeden Fall dark. Also dark, gar nicht kühl, ne? Und hier ist ein Schwamm. Und ich frage mich gerade, soll man das nass machen und dann werden die Farben intensiver? Oder ist da ein Eyeliner dabei oder was? Es ist ein richtiger Schwamm. Ist an mir vorbeigegangen, die Phase, in der sowas ausprobiert wurde. Oh, da ein Mitchell & Peach Face Oil. Bitteschön. Das habe ich aber gerade noch hier stehen. Genau dasselbe, ja. Das brauche ich nicht. Und Algology, die BB Cream. Die ist auch gut, aber habe ich da. Ich mag den Geruch total gern tatsächlich. Und achso, die Palette muss ich rausnehmen. Ja, dann war es das erstmal. Huha! So, das große Paket ist leer. Ich schaue jetzt noch mal in Ruhe durch, was ich wirklich behalte und was nicht. Oh, das ist ein riesenlanges Video. Und dann mache ich jetzt ganz schnell und melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgeräumt. Und es ist doch etwas weniger geworden, aber hat sich gelohnt, würde ich sagen. Das ist Victoria's Secret Body Mist, nehme ich doch nicht. Das riecht doch total floral. Das habe ich irgendwie vorhin gar nicht so wahrgenommen. Wahrscheinlich, weil da noch irgendwas anderes in meiner Nase war. Aber das ist jetzt meine Ausbeute. Cruella de Vil muss auf jeden Fall mit. Ne? Disney-Masken, da habe ich keine Wahl. Das Body Exfoliating Serum Dings da, finde ich total spannend. Auf jeden Fall. Das Duschbad, hier die Cushion Foundation, oh mein Gott, auf jeden Fall. Das Parfüm, dann habe ich den braunen Eyeliner von Beauty Bay genommen. Den anderen habe ich wieder zurückgepackt, ich brauche keine zwei. Und ja, Aloe Vera gilt für den Sommer. Ich freue mich, ich bin gespannt. Ich habe jetzt ein paar schöne Sachen reingetan. Die zeige ich noch nicht, damit die Mädels alle auch noch eine Überraschung haben. Die Paletten, die kaputt gegangen sind, musste ich dann wohl leider, ich habe jetzt noch nicht final das Feedback, aber da wird dann wohl aussortiert. Ich packe neue rein. Das wird gut. Ich schicke das Paket weiter und dann könnt ihr es sehr gerne weiterverfolgen. Sagt mir mal, ob ich irgendwas übersehen habe, irgendeinen Schatz, zu dem ihr sagt, oh mein Gott, den hättest du noch nehmen müssen. Bin ich gespannt drauf. Unten seht ihr genau in der Reihenfolge, wer das nächste Paket bekommt, wer als nächstes dieses Paket von mir bekommt. Das Extra-Paket von Corinne packe ich nochmal in einem anderen Video aus. Das wird einfach zu lang. Hier sind wir uns einig, glaube ich. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Frage des Videos für alle, die bis zum Schluss geblieben sind. Was hättet ihr noch rausgenommen? Wo habt ihr gezuckt und nochmal Pause oder nochmal Zurückspulen gedrückt und nochmal reingeschaut? Was war das denn?
Sag mir Bescheid. Ich bin sehr gespannt. Das ist eigentlich immer super spannend, ne? Wer was mag und wie man sich da austauscht, was weiter wandert und was dann doch andere begeistert, obwohl man selber sagt. So, genau. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Ciao, lasst euch nicht ärgern.